Du hörst deinen Podcast. Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nenwick. Hallo, hier ist wieder Holger mit einem ganz spannenden Thema. Ich möchte heute mal über die gängigsten Altersvorsorge-Märchen berichten, die Mythen. Mythos Nummer 1. Die gesetzliche Rente reicht aus. Vielleicht kennt einer noch den Norbert Blüm, der war mal Arbeitsminister, SPDler, und er sagte immer, die Renten sind sicher. Irgendwas wird kommen, aber über die Höhe haben sich die Politiker immer wieder ausgeschwiegen. Und leider hat sich das manifestiert in den Köpfen der Deutschen nach dem Motto, der Vaterstaat wird schon für dich sorgen. Aber das ist natürlich absoluter Blödsinn, denn ich glaube, mittlerweile hat der Letzte schon erkannt, dass man sich auf die Rente, auf die staatliche Rente, die aus der deutschen Rentenversicherung kommen wird, eines Tages nicht verlassen kann. Das belegen auch die Zahlen. Es gibt das Deutsche Aktieninstitut, DAI, die haben mal eine Studie im Dezember 2016 herausgegeben und haben sich mit dem gesetzlichen Rentenniveau beschäftigt und haben festgestellt, während im Jahr 2010 das Rentenniveau noch 51,6% des letzten Nettogehaltes betrug, also ein Beispiel, du hast 1000 Euro netto verdient, dann wurden dem Rentner noch 516 Euro davon als lebenslange Rente mit 67 versprochen. Im Jahr 2060 soll dieser Wert aber runtergehen auf 41,2%. Vor Steuern natürlich. Das heißt, auf 1000 Euro Verdienst sind nicht mehr 516 Euro als Rente zu erwarten, sondern nur noch 412 Euro als Rente zu erwarten. Diesen Wert kannst du mal multiplizieren mit deinem Gehalt, mit deinem letzten Nettogehalt, mit 2000, 3000, 4000, 5000 Euro. Und dann siehst du sehr, sehr schnell, dass das Geld nicht ausreicht, um deinen Lebensstandard, den du auch im Alter noch haben wirst, versprochen, den wirst du haben. Das sehe ich an meinen Mandanten, die auch schon in Rente sind und die ich nach wie vor auch berate und betreue. Auch die Rentner wollen gut konsumieren und wollen am Leben richtig gut teilnehmen. Warum ist das so, dass die Rentenwerte runtergehen? Das ist ganz einfach durch die erhöhte Lebenserwartung und die niedrige Geburtsrate. Führt es dazu, dass immer mehr Rentner und immer weniger Einzahler zur Verfügung stehen. Und das gesetzliche Rentensystem ist ein sogenanntes Umlageverfahren. Das bedeutet, das Geld, was eingezahlt wird, wird sofort wieder ausgezahlt an die Rentner. Da hört man schon mal im Radio und in den Nachrichten so Informationen wie, der Rententopf reicht noch so und so Monate aus, ohne dass neues Geld eingezahlt wird. Daran erkennt man, es ist eine reine Umverteilung. Was reinkommt, geht wieder raus. Es gibt also keinen sogenannten Deckungsstock, oder das kannst du dir Deckungsstock an anderes Wort als Sparschwein vorstellen, das nicht geschlachtet wird und wirklich nur die Zinsen rausgegeben werden, die erwirtschaftet werden mit dem Geld. Nein, hier wird nur Geld umverteilt. Also, die gesetzliche Rente reicht nicht aus. Mythos Nummer 2. Zinspapiere sind das beste Instrument für den Vermögensaufbau. Sogenannte Rentenpapiere waren immer der Hit, weil sie haben gute Zinsen abgeworfen und bei guten Bonitäten, du hast beispielsweise von der Bundesrepublik Deutschland eine sogenannte Bundesanleihe gekauft, da hattest du Renditen von 4, 5, 6%, das gab es vor vielen, vielen, vielen Jahren. Aber mittlerweile, das dürfte dem Letzten auch nicht entgangen sein, sind die Zinsen, die bezahlt werden, die sogenannten Renditen für 10-jährige Bundesanleihen, lagen in den letzten Monaten zwischen 0,76 und 0,22% pro Jahr. In 2016 rutschten sie sogar ins Minus und mittlerweile sind sie wieder leicht im positiven Bereich. Auch heute lassen sich also durch solch niedrig rentierende Anleihen mit Blick auf die Inflation Rentenpapiere ganz klar als Minusgeschäft bezeichnen und bringen nicht das, was sie sollen, nämlich Vermögenswachstum und Vermögensaufbau. Leider werden solche Papiere immer noch sehr, sehr viel in die Portfolios von Menschen reingemischt, wo die Banker fragen, möchtest du Risiko eingehen? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Möchtest du Risiko eingehen? Wer will schon gerne Risiko eingehen? Und dafür nimmt man den Kauf, dass man praktisch entspart, dass man nach Inflation kein Geldwachstum hat, sondern eigentlich das Geld, was man eingezahlt hat, dass man das vielleicht maximal wiederbekommt und die Verzinsung aufgefressen wird von der Inflation. Das ist kein Geldgeschäft. Die Lebenshaltungskosten steigen letztendlich gesehen schneller als die Erträge aus diesen vermeintlich sicheren Anleihen. Also die gehören nicht mehr in ein Portfolio so rein, wie es früher mal der Fall war. Mythos Nummer 3.
Aktien sind nur etwas für Spielernaturen, für Zocker. Naja, die Historie zeigt, dass Aktien langfristig immer die höchsten Renditen brachten. Laut dem DAI, dem Deutschen Aktieninstitut, der Studie, haben Anleger mit einem einfachen Sparplan für deutsche Standardaktien seit 1967 nach spätestens 20 Jahren Anlagedauer stets einen Gewinn erzielen können. Im schlechtesten 30-Jahres-Zeitraum betrug die jährliche Rendite 6,2%, im besten Zeitraum sogar 13,6%. Lebensstandard im Alter sichern, das ist immer angesagt. Dafür müssen Unternehmensbeteiligungen, sprich Aktien, immer mit rein in den Vermögensaufbau genommen werden. Die sogenannte Volatilität, das heißt dieses Auf und Ab der Aktien, ist ein in der Regel überschätzter Faktor. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, was runtergegangen ist, ist in dem Laufe der nächsten Jahre auch wieder hochgegangen. Aber leider gerade wir Deutschen haben von der Sparquote in Aktien den niedrigsten Stand überhaupt weltweit. Der Deutsche ist irgendwie ja, ein geprelltes Kind, was die Aktien angeht. Das fing an mit der Kultivierung der Aktie damals durch Telekom, als der Schauspieler Manfred Stahl für die Telekom-Aktie geworben hatte, wo nachher jede Hausfrau und jeder Taxifahrer sich Aktien gekauft hat. Und man hat sehr schnell gemerkt, dieser Hype, der hielt nicht lange an. Die Telekom-Aktie war auf einmal nichts mehr wert. Die ist runtergegangen und frustriert haben dann Taxifahrer und Hausfrauen, ich nehme die jetzt nur mal als Beispiel, das soll nicht despektierlich sein, haben dann frustriert ihre Aktien verkauft. Und der Deutsche hat mal wieder festgestellt, siehste, die Aktien sind doch nichts für mich. Zeigt aber auch, kaufe nicht eine Aktie, lass dich nicht von irgendwelchen Werbeaussagen ins Boxhorn jagen, sondern diversifiziere, teile dein Aktienportfolio breit auf und die Statistik, die Vergangenheit zeigt es, du wirst hier Rendite verdienen können. Die brauchst du auch, um deine Altersvorsorge, um deinen Vermögensaufbau betreiben zu können. Mythos Nummer 4. Erfolgreiche Altersvorsorge erfordert monatliche hohe Sparsummen. Auch hier gilt, je früher, desto besser. Anleger, die bereits in jungen Jahren beginnen, für ihr Alter vorsorgen, können mit dem sogenannten Zinseszinseffekt punkten und sich darauf verlassen. Dadurch verbessern sich nämlich die Aussichten auf einen langfristigen Anlageerfolg ganz, ganz erheblich. Mit passenden Fonds, Aktienfonds-Sparplänen beispielsweise, kann ein Anleger bereits mit Einzahlung von 25 Euro im Monat anfangen zu sparen. Der Sparrhythmus und die Sparraten können individuell festgelegt werden. Also eine weitere Idee, wie du auch für dich deinen Vermögensaufbau betreiben kannst. Und immer je früher, desto besser. Mythos Nummer 5. Das eigene Haus ist die beste Altersvorsorge. Achtung, Immobilien bringen natürlich nicht automatisch Wertsteigerung, sondern können ihren Besitzern unter Umständen auch Verluste beschweren. Zwar steigen die Preise vielerorts momentan in Deutschland, doch auch die Krise in Amerika, was Immobilien angeht, hat auch gezeigt, dass Preisanstiege, Preisauftrieb keineswegs ein Selbstläufer sein muss. Der Traum von Eigenheim ist natürlich auch mit einer hohen Investitionssumme verknüpft. Ein Eigenheim 300, 400, 500.000, wenn es richtig was Schickes sein soll, weiter aufwärts. Nach oben gibt es da kaum Grenzen. Kostet natürlich sehr, sehr viel Geld und Immobilienkäufer nehmen da oft hohe Kredite auf und haben natürlich auch das Zinsänderungsrisiko im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn der Zins nach 5 oder 10 oder 15 Jahren verlängert werden muss, der ist nur für eine gewisse Laufzeit garantiert, musst du dann auf das dann noch vorhandene Restkapital, auf die Restverschuldung, dann einen höheren Zins bezahlen. Ein Beispiel, auf 100.000 Euro bedeutet eine Zinssteigerung von 2% 2.000 Euro im Jahr mehr Kosten. Die musst du dir leisten können. Da reden wir von Nettogeld. Zum Teil ist das Thema ein Familienhaus, deine eigene Immobilie. Du kannst es ja erst zum Geld machen. Es bedeutet erst Geld, wenn du es verkaufst. Viele Leute sagen, ach, im Alter möchte ich gerne mietfrei leben, ist eine tolle Sache, aber vergiss eins nicht. Du hast erst ein Vermögen, wenn du es auflöst, wenn du das Haus verkaufst und eine Immobilie muss gepflegt werden, instand gehalten werden. Da ist irgendwann das Dach kaputt, die Heizung muss erneuert werden. Es muss also reinvestiert werden. Das fließt in der Betrachtung bei Immobilienkäufern sehr, sehr oft, so meine Erfahrung, nicht ein in die Planung. Und man
redet sich die Immobilie schön. Natürlich ist eine Immobilie, darüber braucht man überhaupt nicht zu reden, das ist auch keine Diskussion, die man führen kann und soll, eine emotionale Sache. Natürlich ist das schön, mit den eigenen Kindern im Haus, zum eigenen Haus zu wohnen, im Garten die Kinder aufwachsen zu sehen und, und. Das ist natürlich eine sehr, sehr emotionale Sache, aber das eigene Haus ist nicht die beste Altersvorsorge. Und die Stunde der Wahrheit kommt in dem Tag, wenn du die Immobilie verkaufen willst und du merkst, was ist ein Käufer bereit dafür zu bezahlen. Außerhalb der Großstädte gibt es Immobilien, die vielleicht für 500.000, 600.000 damals errichtet worden sind oder wert sein sollen, kaum Käufernachfrage, weil die Immobilien schlichtweg zu teuer sind. Hingegen natürlich in Ballungszentren sind die Werte von Immobilien wesentlich höher, haben aber auch einen höheren Einkaufspreis. Also bedenke immer, ist meine Immobilie wirklich eine Altersvorsorge? Nein, mit Sicherheit nicht immer. Zu guter Letzt nochmal ein Spruch. Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Das hat Henry Ford mal gesagt. Also, sparen alleine reicht nicht mehr aus. Wichtig ist, das Geld muss in die richtigen Anlageformen fließen. So, ich hoffe, ich konnte dir hier auch wieder den einen oder anderen Tipp geben und du hast dadurch die Möglichkeit, dein Vermögensaufbau, deine Vermögensstrategie nochmal kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen und Änderungen herbeizufügen. Hast du Fragen oder Anregungen zu meinem Podcast oder zu diesen Themen oder möchtest du weitere Themen gerne hören? Lass es mich wissen. Die E-Mail, wo du mich anschreiben kannst, steht unten in den Shownotes. Scheu dich nicht, danach zu fragen. Ich werde in gewissen Abständen immer wieder mal Fragen und Anregungen zusammenfassen oder Themen aufnehmen, die ihr gerne hören möchtet in dieser Community. Auch freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung in iTunes, möglichst bitte eine 5-Sterne-Bewertung, denn denke bitte daran, wenn man bei iTunes nicht ganz oben steht, dann wird der Podcast leider nicht so von vielen Leuten gesehen und gefunden und kann dadurch gehört werden. Nur wenn gewährleistet ist, dass der Podcast ziemlich weit oben gerated ist, gelistet ist, ist garantiert, dass viele, viele Leute diesen Podcast auch hören können. Dafür ein recht herzliches Dankeschön schon mal jetzt vorweg und bitte lasst mir eine Rezension, einen Text zukommen, was dir an dem Podcast gut gefällt. Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar und empfehle den Podcast auch bitte an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen weiter. Denn auch die interessieren sich bestimmt für Finanzthemen. Also denke daran, Finanzen, Lernen, Planen und Leben. Tschüss, dein Holger.